Und raus damit. Es ist mal wieder soweit. Fisch der Woche, die Esche. Arktische Esche, auf die geht es diese Woche. Und zwar mit einem Zielgewicht von 2,222 Kilo. Also ziehen wir sie raus, die arktischen Eschen. Ich stehe hier schon ein bisschen länger und teste gerade die gesamte Tunguska rauf und runter und bin jetzt bis hierhin vormarschiert, um die Eschen zu suchen. Und an der Stelle sind nicht nur die arktischen, sondern auch die ostsibirischen Eschen und natürlich nebenbei auch noch Buckellachse und Bachforellen. Und was schön ist, die Eschen sind tatsächlich auch gerade noch bis in die Nacht hinein ganz gut hier reingegangen. Das heißt, wir haben jetzt ja gerade erst die Morgenstunden. Ich konnte jetzt gerade eben noch bis in die Nacht hinein die arktischen Eschen fangen, auch mit vernünftigen Gewichten. Nicht nur hier jetzt gerade die kleinen, die reinballern. Ungefähr so bis 23 Uhr, 0 Uhr sind auch noch welche reingegangen. Also auch das ist gar nicht verkehrt. Von daher passt das hier an der Stelle schon mal ganz gut. Jetzt ist natürlich die große Frage, mit welchem Tempo geht man jetzt hier ran? Ich bin mit dem Köder auch schon zurzeit ganz zufrieden. Der funktioniert zumindest schon mal ganz gut. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir noch irgendwo entweder einen besseren Köder hin oder müssen wir das vom Tempo her doch noch mal ein bisschen anders justieren, dass wir da so ein bisschen dickere Brocken dran kriegen. Oder wir gehen einfach nochmal deutlich feiner ran, mit feinerem Setup. Ist natürlich auch durchaus eine Möglichkeit, dass man da eben richtig schön zart versucht, die Trophies zu überlisten. Ja, von der Stelle her, wir sind hier im etwas oberen Bereich an der Tunguska. Und ja, Zielfisch, wie gesagt, für den Fisch der Woche ist die arktische Esche. Ich hoffe, dass ich ihn hier oben bekomme. Die anderen klassischen Spots, wo ich zum Beispiel in der letzten Woche noch eine über 2 Kilo Esche gefangen habe, da hat leider nichts funktioniert. Das war unten neben der Insel. Da war es bei mir nicht so erfolgreich. Und ja, jetzt das Ziel mit 2,222. Das ist natürlich schon ordentlich. Aber ich glaube, es lohnt sich, denn man kann gewinnen. Dieses Gerät, Simon Legend CF66UL, eine richtig geile Ultralight Spinning Rute. Richtig gutes Gerät, Tragfähigkeit 9,5 Kilo sogar. Und wenn man sich dann hier so eine Jet Series noch drauf ballert, eine richtig gute Rolle, die auch ein sehr gutes Wurfgewicht hat. Ab 1,9 Gramm wirft die richtig gut weit raus. Dann hat man hier ein Top-Gerät, mit dem man die meisten oder eigentlich alle Ultralight-Köder richtig gut und weit rauswerfen kann. Und dazu eben noch ordentlich Bremskraft. Um die 9 Kilo schmeckt schon richtig. Ich versuche mal ein bisschen schneller jetzt. Bam. Also das ist schon richtig gut und das macht dann auch eben richtig Bock. Was ist notwendig dafür, um beim Fisch der Woche mitzumachen? Man muss einen Standalone-Account haben. Das heißt also, ich bin raus damit mit meinem Steam-Account hier. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euch umswitchen zu lassen von Steam auf Standalone. Das ist natürlich auch durchaus eine Option. Wenn ihr da Bock habt da und da regelmäßig mitmachen wollt, dann kann man das machen. Wenn euch das nicht ganz so wichtig ist, dann einfach weiter zocken wie bisher. Aber wie gesagt, wenn man sowas hier mal mitmachen will und sowas mal abziehen will, so eine geile UL-Route oder auch mal andere Sachen, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Es gibt ja auch noch andere Turniere, die regelmäßig auch dann gemacht werden. Zum Beispiel jetzt demnächst, oder ich glaube, das startet sogar auch schon, so Teamturniere. Das ist natürlich schon wieder spannend und da komme ich tatsächlich auch ins Grübeln, ob man nicht vielleicht doch nochmal irgendwann auf Standalone wechselt. Ja, also hier an der Stelle, ich zeige es gleich nochmal eben auf der Map, beziehungsweise gerade nochmal eben vom Kescher. Gehen wir mal rein hier in die arktischen Eschen nach Gewicht. Das waren jetzt hier in den letzten, ja, insgesamt jetzt eine Stunde, wobei die war vorhin weiter unten noch. Die letzte halbe Stunde ungefähr sind hier bis zu einem Kilo die Brocken reingegangen.
Und in Gänze sieht man eben auch hier schon ganz vernünftige Brocken, die halt hier reingehen. Also kann man ganz gut machen hier. Arktische Esche, 1 Kilo. Damit geht es los. Aber das ist noch nicht, ja, noch nicht ausreichend, ne? 2 Kilo oder 2,2 Kilo ist wirklich eine Hausnummer. Ich guck gerade mal. Das hier ist der Spinner, den ich verwende. Also der ganz normale oder der Pomor Number One. Den gibt es am Weihnachtsmarkt. Beziehungsweise gab es immer am Weihnachtsmarkt. Es gibt ja jetzt, ich meine, man könnte ja versuchen, dass man das hier mit den Spikern vielleicht noch hinkriegt. Wobei die ja schon eine Nummer größer sind, ne? Ich kann den ja mal drauf machen. Machen wir mal den ohne Punkte drauf hier. Ähnliche Farbe, also dieses kupferfarbene. Und dann ziehen wir den mal durch. Den etwas helleren, den rosanen, den habe ich auch immer ganz gerne verwendet für die Eschen. Auch das hat immer wieder ganz gut funktioniert. Dass man dann da mit diesem schlüpferfarbenen auch einfach mal durchzieht, war für mich auch immer so ein ganz guter Eschenmagnet. Auch da jetzt mal eben die Geschwindigkeit testen. Ja, vielleicht doch ein bisschen tricky mit dem. Vielleicht doch nochmal den anderen testen. Ja, der Pomor, wie gesagt, lohnt sich. Nicht so häufig, dass man die gut verwenden kann. Es ist tatsächlich immer mal wieder ein bisschen schwierig, weil die eben auch wirklich sehr klein sind. Aber an manchen Gewässern rasseln die Dinger dann doch immer wieder mal ganz gut rein. Das heißt, nächster Weihnachtsmarkt, da muss man dann vielleicht doch einfach mal zugreifen. Ich würde jetzt auch so langsam schon mal anfangen zu sparen. Gerade in Richtung Weihnachtsmarkt, also da sollte man dann vielleicht doch zum Weihnachtsmarkt-Shopping schon ein paar tausend Silber auf der hohen Kante haben, dass man sich dann da vernünftig eindeckt mit ein paar guten Items. So, ziehen wir nochmal ein bisschen durch hier. Zack, und direkt auch der nächste. Also wie gesagt, von der Position her bin ich echt ganz zufrieden. Achso, ich zeige das mal eben auf der Map, wo ich hier genau stehe. 158, 169, ja, kann man sich ganz gut merken. 158, 169 ist hier nach dem Knick. Ich habe also hier den gesamten Bereich schon getestet, hier vorne ein bisschen rumprobiert. Hier im oberen Bereich hatte ich ja in der letzten Woche meine über 2 Kilo Esche. Also hier ist ein dicker, fetter Stein und dann von hier aus quasi hier so in die Strömung reingeworfen. Dann hatte ich hier in dem Bereich getestet, hier habe ich probiert, hier habe ich probiert und hier. Auch hier war es gar nicht so schlecht in der Area, könnte man vielleicht auch nochmal probieren, wobei mir da sehr viele Bachforellen reingegangen sind. Und dann ging es hier jetzt gerade wieder los, hier oben war ich noch nicht, kommt aber noch, renne ich auch nochmal lang. Vielleicht tut sich ja da noch ein bisschen mehr. Grundsätzlich hatte ich jetzt gerade, wie gesagt, eher in Richtung Abendstunden war ich hier in dem Bereich und da war es deutlich erfolgreicher. Wenn ich mir das jetzt gerade angucke, so ja 5, 6 Uhr rum, waren jetzt noch nicht so die Oberbrecher dabei. Also da können vielleicht doch noch ein bisschen dickere Brocken rein. Andererseits habe ich auch noch nicht so viele Köder probiert. Das heißt, also es könnten auch durchaus hier die Topwater gut funktionieren und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, ich gucke gleich mal, habe ich noch gar nicht gemacht, ich gucke gleich mal kurz in die Rekorde rein, wie denn die Nation gerade so auf Esche unterwegs ist und versucht, zack, den Brocken zu fangen. Aber ich bin mit diesen Ködern eigentlich ganz zufrieden. Wöchentliche Rekorde, arktische Esche, da ist sie. Aha, relativ random immer noch. Relativ random. Das sieht auch hier alles schon mal ganz gut aus. Der Vibra, das ist natürlich auch ein Klassiker, ist immer wieder mit dabei, ne? Bei den Topwatern. Wie sieht es denn aus mit einem etwas helleren? Probieren wir mal den. Oh, der hat ein bisschen dicker Haken dran. Da sieht man schon, ne? Also das Wurfgewicht super fein eben von dieser Route, die man hier gewinnen kann. Zack! Super fein. Na, eine Barfo? Oder was haben wir da? Jawohl. Schön. 800 Gramm, ballert direkt gut rein. Ey. Was sagt das Vorfach? Ich bin jetzt hier gerade mit 6,9 Kilo unterwegs.
Ich war eine ganze Zeit lang mit 9 Kilo Vorfach auch hier unterwegs. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und jetzt für die Esche bin ich aber extra nochmal ein bisschen feiner hier reingegangen, um das einfach auch nochmal zu testen. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so zwingend notwendig. Wenn ich gerade überlege, die große Esche hatte ich auch auf 9 Kilo Vorfach. Ich baller das einfach nochmal drauf. Und ich nehme mal ein längeres, was ein bisschen, genau, nochmal ein bisschen weniger Scheuchwirkung hat. Probieren wir das mal aus. Zack, 9 Kilo Vorfach. Dadurch hat man jetzt natürlich ein etwas anderes Verhalten der Spinner. Das heißt, da kann man jetzt oder muss man auch ein bisschen die Geschwindigkeiten vielleicht anpassen, dass das Verhalten der Spinner wieder richtig schön aktiv wird. Aber was erzähle ich hier, wenn man hier in dem Levelbereich unterwegs ist, weiß man, glaube ich, was man tut. Wer in der Tunguska anfängt zu spinnen, der ist doch schon mindestens so geskillt, dass er weiß, wie er mit seinen Ködern zu hantieren hat. Ich gucke nochmal eben nach den Pomor. Die kleinen, genau, das ist er. Den nehmen wir nochmal eben zurück. So, raus damit. Nochmal entspannt durchziehen. Und ich gehe nochmal deutlich langsamer. In der Vergangenheit haben die immer wieder ganz gut funktioniert, so um die 25 herum. Ich ziehe das einfach mal durch, auch wenn da jetzt gerade keine Reaktion unten in der Actionbar kommt, dass der irgendwie anfängt zu wiggeln oder sowas. Zack, ist ja schon wieder einer dran. Und schon wieder und schon wieder abgehauen. Vielleicht muss ich doch nochmal einen hochwertigeren Haken drauf machen. Und der nächste. Aber eigentlich sind die Fische ja jetzt nicht so riesig groß, dass man da wirklich so ganz hochwertige und viel tragende Haken draufklatschen muss. Aber die sind eben auch schärfer, ne? Zack, und der nächste, jawohl. Na, die könnte schon ein bisschen mehr Gewicht haben. Ich habe ja jetzt hier mehr Tragfähigkeit. Genau, da ist sie, die Esche. Mit, auch wieder geil, ne, mit dem Glanz oben, finde ich immer wieder geil, Eschen. Ja, immerhin 600 Gramm wieder. Sieht also doch ganz gut aus. Gerne mehr davon. 25er Tempo war immer wieder ganz geil. Hat auch am Belaya mit den Ködern immer wieder gut funktioniert. Gar nicht so schnell durchziehen. Einfach locker mitziehen. Ah, und ich teste gleich nochmal gegen die Strömung. Das heißt, ich werde mich doch nochmal ein bisschen weiter unten hinstellen und nochmal da ein bisschen mit der Strömung quasi mitziehen. Na, und da ballert doch nochmal eine rein mit 700 Gramm. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weiter unten getestet, ich habe jetzt ein bisschen weiter oben schon getestet. Also alles hier, ich sag mal, in einer Laufweite von rund 15 bis 20 Metern. Gegen die Strömung war es nicht so erfolgreich. Jetzt habe ich gerade mal die etwas anderen Köder nochmal getestet, die man auch gerade in den Rekorden sieht. Handgemachter Spinner auch wieder gerade drin. Auch gar nicht verkehrt. Erster Brocken schon reingegangen, aber auch hier wieder relativ langsam noch beim Durchziehen. Gegen die Strömung lübt gerade tatsächlich am besten. Wenn du noch eine Stelle kennst, gerne teilen mit der Com. Einfach unten drunter schreiben und ja, testen, testen, testen. Ich glaube, so eine dicke, fette Esche mit über 2 Kilo ist schon etwas tricky. Da braucht man schon einen richtig guten Spot, der wirklich gut funktioniert. Von der Köderauswahl, wie gesagt, ja, hatte ich jetzt ein bisschen rumprobiert, ob es die Popper sind oder, wie gesagt, die Pomor bzw. hier die handgemachten. Es klappt. Ich marschiere jetzt noch mal ein bisschen weiter nach ganz oben, hier in den letzten Bereich und teste da noch mal ein bisschen weiter. Heißt also hier alle paar Meter mal ein bisschen rumwerfen und testen. Zack, und ausprobieren. Sollte da jetzt noch was reinkommen, zeige ich das natürlich gleich noch mal hinten ran, wenn es hier noch mal eine gute Stelle gibt. Ansonsten, Petri, ihr Lümmels. Daumen da lassen fürs Video, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Alter, da ballert doch nochmal einer rein, oder was? Jetzt mach mich aber nicht fertig, ey. Jetzt bin ich ja gespannt, was da noch reingeht. Auf den letzten Metern hier oben. Alter Falter, ich bin quasi nochmal eine ganze Ecke, eine Nische hier weitergerannt. Und dann geht hier doch nochmal ein dicker Brocken rein. Ei, ei, ei. So, was habe ich hier drauf für ein Vorfach? Habe ich immer noch das 9er? Doch, ich habe immer noch das 9er, bin aber zurück auf den Pomor gegangen. Hab mir gedacht, komm, Alter, dieser Pomor, der hat mir doch letztens schon gut gedient.
Vielleicht geht da noch mal was rein. Geht rein, aber es ist ein Lennox. Ah, 2,9 Lennox. Schade, Alter. Das Ding als Esche wird natürlich auch schon richtig schmecken. Also, jetzt hier an der Stelle. Hat auch schon wieder gut reingerasselt. 182, 173. Oder wir machen einfach 183, 173. Kann man sich besser merken. Bisschen weiter hier oben. Scheint auch wieder ganz gut zu sein. Na, siehst du mal. Doch noch ein Kandidat und auch noch mal mit ein Kilo. Also, auch an der Stelle hier, das muss ich dann doch vielleicht nochmal mit aufnehmen, auch an der Stelle hier wirklich gut. Ich bin nochmal ein ganzes Stückchen weiter nach oben gegangen. Und was ist hier jetzt gerade reingerasselt? Ein paar Barfuß, ein fetter Lennox ist hier noch reingegangen. Tatsächlich gerade nochmal eine Esche. Ich bin zurück auf den Pomor, auf den kupferfarbenen. Und ziehe mit dem hier einfach nur locker durch. Pomor Nummer 3. Schön mit Puschelhaken wieder und lass den hier einfach schön durchziehen. 182 oder 183, 173 hier oben. Einfach nochmal eine Ecke weiter oben auf H3. Auch gar nicht verkehrt hier die Stelle, wenn man da ordentlich durchzieht. Ballern nochmal ein paar schöne Brocken rein, eben auch hier in den Abendstunden. So, aber nu rausgezogen, ihr Lümmels. Petri, toi toi, auf die 2222 Gramm Esche. Bis zum nächsten Mal, Petri.